schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Primer Call. Ihr seid nicht vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Ich weiß selber nicht. Ich habe mich echt erschrocken an der Kasse. Denn ich habe ganze 312 Euro bei Primark gelassen. Natürlich wie immer alles selbst gekauft, leider Gottes. Muss man dazu ja einfach mal so sagen. Ich habe hier vier Tüten stehen von diesen großen Tüten. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze jetzt mal. Try-on seht ihr wie immer am Ende. Und ich starte mal hier mit diesem coolen Teil. Boah, dieses Knistern geht einem richtig auf den Keks, deswegen lasse ich die Tüte jetzt mal unten stehen. So, das ist so ein ganz hell babyblaues Shirt. So ein Rippmuster, aber so ganz leicht. Ich glaube, mega angenehm, einfach für den Sommer. Fand ich total süß. Oder? Was sagt ihr? Ich find's cool. So, dann habe ich ein paar Lashes mitgenommen. Tatsächlich das einzige Paar, weil sonst habe ich ja immer sehr viele Lashes dabei. Aber ich hatte noch so viele. Und zwar finde ich das im Moment die coolsten von den billigen. Das sind die Full Look Lashes von dieser PS-Eigenmarke von Primark. Die finde ich mega. Dann habe ich hier so eine mega coole Jeans mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie heißt die denn? Paperback Waist Jean. Jean, also auch nicht Jeans. Ich zeige euch einfach erstmal so das Bündchen. Und zwar hat die hier oben so, ja, so voll cool irgendwie gemacht. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Also so ausgestellt. Dann ist die aber auch ganz normal. Aber unten halt auch ziemlich weit. Also so ein bisschen Mom Jeans würde ich das beschreiben, das Ganze. Ich bin echt gespannt, wie die sitzt. Oh mein Gott, manchmal sitzen die richtig gut, manchmal sitzen die aber natürlich auch mega schlecht. Das gucken wir mal gerade drauf an, wie wer das geschneidert hat. Jetzt habe ich aber auch noch eine Mom Jeans hier im Angebot. Und zwar ist das die Vintage Mom Jean. Moment, ich klappe die mal kurz hier auf. Die ist nämlich schon ausgepackt gewesen. So sieht die aus. Also eine ganz coole Waschung. Richtig Mom Jeans mit ausgefransten bzw. richtigen Löchern hier in den Knien. Von hinten ziemlich bollerig, finde ich. Also da muss ich mal gucken, wie die sitzt. Aber ich wollte unbedingt eine neue Mom Jeans haben. So, und jetzt machen wir mal ganz kurz, schieben wir mal ein paar Kindersachen ein. Und zwar hat der Bene so gute Arbeiten geschrieben in der Schule. Und da mussten so ein paar Goodies her. Nichts Riesiges. Also ich schenke dann ungern Spielzeug, weil die kriegen so viel einfach zum Geburtstag und so. Und deswegen hat er jetzt hier zum Beispiel dieses Minecraft-Shirt gekriegt. Das fand ich halt echt mega süß. Und er liebt Minecraft einfach. Ich wusste, dass ich ihm damit einen Gefallen tue. Und dann gab es von Minecraft auch noch so ein cooles Essen-Set. Und zwar einmal hier diese Schüssel, diese Bowl. Und dann halt auch noch so ein Teller. Ich mache das mal auf. So sieht der aus. Ist so, boah, ich weiß nicht, wie man das nennt. So ein Hartplastik einfach. Fand ich ganz witzig. Habe ich noch nie vorher gesehen bei Primark. Also von daher musste das mit. So, dann habe ich mir hier so einen Saunamantel mitgenommen. Den fand ich auch echt mega nice. Und zwar ist der aus dieser Love to Lounge, ja, Reihe. So sieht der aus. Also wirklich dieses Sauna-Crepe. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Und an den Armen halt einfach so ein ganz klein bisschen so ausgestanzt. Ich wollte sowas Gemütliches. Die haben so wunderschöne Bademäntel, aber immer dieses super weiche, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Mikrofaser, keine Ahnung, Mikroplastik, ich weiß es nicht. Und das mag ich nicht, wenn ich aus der Badewanne komme oder aus der Dusche, weil das ist so, das klebt sich dann so an die Haut. Kennt ihr das Gefühl? Ich finde es richtig fies. Hier auch nochmal was für meinen Sohn, und zwar ein T-Shirt von Minecraft. Wie könnte es anders sein? So sieht das aus, auch das gab es noch als Goodie oben drauf. Dann habe ich auch nochmal, komm, dann machen wir die Kindersachen eben zu Ende, dann sind wir damit durch. Dann haben wir auch noch eine Minecraft-Hose eingepackt. Und, oh, ich bin weg. Tschüss. Ich habe die jetzt einfach auf dem Boden stehen lassen, weil das einfach so knistert. Minecraft-Unterhöschen für ihn noch. Das ist so ein Viererpack. So verschiedenste sind das. Und natürlich, die braucht man echt mal. Früher hat man die doch einfach laufend Geschenke gekriegt beim Zahnarzt. Also irgendwie gibt es diese Ohren nicht mehr geschenkt. So Zahnputzuhren, weil der da echt ein bisschen faul ist, muss ich sagen. So, als nächstes habe ich eine Arbeitshose mitgenommen. Und zwar in weiß, weil ich brauche immer weiße Hosen. So sieht die aus. Ganz normales Skinny Jeans. In weiß. Brauchte ich, weil nichts mehr vorhanden war. Und dann nochmal eine Jeans. Und dann kommt es halt auch zu den Oberteilen. Und was habe ich denn hier für eine wieder eingepackt? Was
was steht hier drauf? Was steht hier drauf? Ach, es ist so eine Body Shape Hose. Wie heißt die? Body Sculpt Skinny nennt die sich. Fand ich ganz interessant. Meine Freundin hat die vor Ort anprobiert und meinte, sie passt nicht so, also hatte nicht so eine gute, ja, so wie man es sich gewünscht hätte. Sagen wir es mal so. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wenn ich das gleich mal anziehe. So eine ganz schlichte Jeans einfach. Aber die hat hinten so, ja, dieses, dass sie so ein Herzchen-Po macht. Kennt ihr das, dass sie so ein bisschen gepusht nach oben aussieht? Wir lassen uns überraschen. So, die Tüte ist dann auch leer. Dann fangen wir mal mit der nächsten an. Da habe ich einfach so ein Easy Peasy, Lemon Squeezy in ein Shirt mitgenommen. Muss das immer erstmal richten, weil die quetschen das immer so in die Tüten. Einfach ein schwarzes Shirt, irgendwas so mega flatterig und weit ist. Einfach so, um mit den Kindern auf den Spielplatz zu gehen oder was weiß ich, ganz gemütlich rumzuchillen. Und jetzt kommt sowas Süßes. Ich fand das mega. Das wollte ich unbedingt für meinen Timer haben. Und zwar sind das so riesengroße Büroklammern in rosa und türkis mit so fetten Kirschen drauf. Guckt euch das mal an. Finde ich mega als Lesezeichen auch. Richtig, richtig cool. Und dann habe ich auch noch so coole Sandalen für den Sommer mitgenommen. Jetzt muss ich die erstmal richten hier. So sehen die aus. Fand ich mega nice, muss ich sagen. An der Seite habt ihr nämlich alles so Glitzersteinchen. Guckt mal, alles in so rosigen Nude. Fand ich echt ganz cool. So, dann habe ich auch nochmal so ein Essensset, weil der Kleine darf ja auch nicht leer ausgehen. Ne? Und das fand ich so süß. Die haben alles mit Dumbo im Moment. Das ist so niedlich. Guckt euch das mal an, so ein Essensset. Und das ist sogar nachhaltig. Okay, ich bin jetzt nicht unbedingt der Nachhaltigkeitsblogger. Aber es ist aus Bamboo Eco-Friendly Product ist es. Aber ich habe es halt einfach mitgenommen, weil es so niedlich aussieht. Guckt euch mal diesen süßen Dumbo an, überall drauf. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Essen, sondern so, musste mit. Dann habe ich noch ein paar Schuhe mitgenommen. Und zwar fand ich die so geil. Ich habe auch zu Tommy gesagt, ey, die sind mega unbequem. Aber die weiten sich bestimmt, weil die sind relativ eng am Anfang einfach. Ich hoffe einfach da drauf, aber ich fand sie einfach mega cool. Was richtig Geiles mitgenommen. Und zwar eine Badehaube, so eine Duschhaube. Kennt ihr die aus den Hotels oder wie Omas früher, die anderen? Aber da sind so Pailletten drin. Fand ich mega geil. Ich denke mir so oft beim Duschen, boah, du willst jetzt keine Haare waschen, jetzt musst du gucken, wo packst du die hin, dass sie nicht nass werden. Und jetzt sind sie hier drunter versteckt. Mega geil. Dann brauchte ich den unbedingt. Also ich bin echt gespannt, wie der aussieht. Aber es steht halt einfach Barbie drauf, ne? Brauchte ich auf jeden Fall Hoodie mit Kapuze und allem drum dran. Und ihr könnt ihn oben sogar, unten sogar so ein bisschen enger machen, dass ihr den so ein bisschen croppen könnt. Fand ich auch richtig cool. Und der ist mega kuschelig. Ich weiß nicht, warum ich Pullover kaufe, wenn jetzt bald der Sommer anfängt, aber hat man da dran. So, die nächsten Teile. Was haben wir denn hier? Ach, das ist so schön. Oh Gott, und schon schmeiße ich es weg. Es ist so schön, aber ich schmeiße es weg. Achso. Dann habe ich diese ganz normalen Tong, nennen die sich. Das sind so Strings. Die sind mega gemütlich einfach. Und wenn die halt einfach nicht mehr schön aussehen vom Waschen und so, dann schmeiße ich die einfach in die Tonne. Das ist so ein Fünferpack, glaube ich. Das sind so Alltagsdinger halt, ne? Haltet euch fest, ich finde es so hübsch. Es ist ein Schlafanzug. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ja? Guckt euch das mal an. Wie schön ist das bitte mit Roségold? Ich glaube, ich muss euch das so ein bisschen näher rein. Oh, ihr seht, glaube ich, das Roségold gar nicht. Wie schrecklich ist das denn? Das sind so ganz feine roségoldfarbene Fäden. Ich weiß nicht. Akku war leer. So, weiter geht's. Es ist natürlich keine Seite, das Polyester, aber es ist so schön. Und ich habe auf jeden Fall die passende Hose dazu mitgenommen. Guckt euch das mal an. Also vorne ist halt so ein Schleifen. Wenn ihr den Stoff sehen würdet und fühlen könntet, und es ist so weich und aber so sommerlich. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Da ist halt die ganze Seite ist halt aus dieser Spitze. Voll schön, fand ich richtig geil. Da gab es auch noch so einen Morgenmantel zu, aber da ich sowas eh nicht trage, habe ich mir gedacht, spaß dir das, ne? Wenn wir schon so viel hier eingekauft haben. So, die nächste und letzte Tüte steht an. Und den fand ich auch mega nice. Den gab es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Und das ist so einfach so ein Umhängestrickmäntelchen. So sieht der aus, von hinten, von vorne. Also kannst du wirklich komplett durchgucken. Wärmt dich wahrscheinlich so null. Aber finde ich ganz nett, wenn du wirklich nur so einen Top anhast oder so und dich nicht so nackig fühlen willst. Fand ich den echt ganz cool. Hat hier auch so Ärmelchen, so ein bisschen Oversize. Ja, fand ich sehr, sehr süß. Und dann habe ich wieder ein Leo. Ich bin ja voll im Leo-Muster-Trend gerade. Ich weiß auch nicht warum.
Ich sollte nicht so viel kaufen, weil wenn das bald wieder out ist, dann habe ich das alles im Schrank hängen. Und zwar so ein cooles Kleid. Das ist so schulterfrei, könnt ihr das tragen. Ihr könnt es aber auch normal tragen. Und es ist unten so ein bisschen so Tulpenform. Fand ich total süß. Und das ist, glaube ich, auch so ein Basic-Kleid gewesen, was ziemlich günstig war. Ja, 8 Euro. Muss man sich einfach mal reinziehen für ein Kleid. Voll günstig. Und natürlich ist Animal Print gerade halt einfach so ein Riesenthema. Deswegen musste die Schlange auch mit. Und das ist einfach so eine gemütliche, ich sag da immer Spielplatzhose zu, einfach so ein ganz leichter Flatterstoff, so für den Sommer mega cool, weil da willst du ja nicht unbedingt mit kurzer Hose auf dem Spielplatz hängen, ne? Da im Sand rumbuddelst und so. Deswegen fand ich die halt auch richtig cool. Davon gibt es sau viele bei Primark, Leute, wenn ihr so Hosen auch liebt. Jetzt habe ich so eine dann nochmal in etwas schicker mitgenommen, mit so Streifen in Blau. Und zwar sieht die so aus, sie hat vorne auch ein Schleifchen, das ist nur gerade nicht gemacht, wie ich sehe. Fand ich halt von der Farbzusammenstellung sehr schön und schick. Dieses Rote mit dem Blau und Weiß dazu. Und ist unten so, ich würde sagen, einen Tacken ausgestellt. Hier das Bein. Also ist schon, glaube ich, ein bisschen breiter als oben. Fand ich sehr schön. Und jetzt kommen auch nochmal so ein paar richtig sommerliche Sachen. So, einmal habe ich hier so ein mega schönes Blüschen. Oh mein Gott, ist das nicht so toll. Das ist mein absoluter Favorite aus diesem Haul, muss ich sagen. Das finde ich so hübsch mit diesen kleinen Blümchen, so im Landhausstil. Und überall sind irgendwelche Chiffons und ja, so Absätze eingenäht mit Knöpfchen. Und da ist einfach so viel dran zu gucken und sich zu verlieben, finde ich. Ich finde es mega geil. Dann habe ich hier so einen Schlangenprint-Badeanzug mitgenommen. Oh Gott, den muss ich jetzt erstmal auseinanderbauen. Und davon wird es auch kein Try-On geben, denke ich. So, mal gucken. So sieht der aus. Und der hat halt so einen mega Ausschnitt vorne. Seht ihr das? Finde ich richtig cool. Hat aber trotzdem so Pads drin, damit nicht so viel durchguckt. Und dann wird er halt so umgeschnallt und dann habt ihr halt bis hierhin, also Bauchnabel seht ihr nicht mehr, aber schon ziemlich weit ausgeschnitten und hinten der Rücken auch sehr weit ausgeschnitten, wenn ihr das sehen könnt. Fand ich sehr schön, muss ich sagen. Aber das ist nicht mein einziger Badeanzug geblieben, denn auch den fand ich schön für den Sommer. Der erinnert mich irgendwie so, keine Ahnung, so richtig an Sommer, an Capri, an, ach keine Ahnung, an Eis. So sieht der aus. Der erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie so an die, ja, so ein bisschen retro ist der, würde ich sagen. Hier mit so einem Gürtelchen. Fand ich irgendwie mega nice. Keine Ahnung, welches Jahrzehnt das war. 60er oder so, vielleicht 70er. Der ist auch ziemlich hochgeschlossen, auch hinten. Wenn ihr sowas lieber mögt. Ich habe immer ganz gerne so die Wahl. Mal das, mal das. Und dann habe ich halt auch noch so ein süßes Strickkleidchen gefunden, was man so drüber ziehen kann. Wenn man dann gerade zum Strand oder zum Pool geht. So sieht das aus. Und es ist halt echt so, ich sag mal so knielang, wenn sogar ein bisschen, ja vielleicht sogar einen Tacken länger, würde ich sagen. Aber total schön, fühlt sich auch richtig gut an. Also könnte tatsächlich sogar mal Baumwolle sein. Was habe ich denn noch hier drin? Türchen, oh, das war es gleich sogar schon. Ich habe jetzt noch 3 Teile hier drin. Und zwar einmal eine Empfehlung an alle Mamas. Denn ich habe eine Bikinihose gefunden, die richtig weit nach oben geht. Die einfach jeden Speck und sonst alles verdeckt. So sieht die aus. Fand ich total cool. Weil ich würde schon gern ab und zu mal Bikini tragen, aber ich habe halt immer nur so viele Funde drauf, die eigentlich runter müssten. Aber ich muss es auch nicht jedem präsentieren, sagen wir es mal so. Und deswegen ist da so ganz gut alles ein bisschen weggequetscht. Und dann konnte man sich auch verschiedenste Oberteile dazu aus. Und ich habe mir jetzt einfach so einen Triangel mitgenommen dazu. Den fand ich ganz nett. Muss ich mal anprobieren, ob das auch wirklich so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Mal gucken. Ja, was haben wir hier? Ach genau, das letzte Teil ist auch nochmal ein Badeanzug und den fand ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Der hat auch so ein Cutout und dann ist der so bronzefarben, also auch so ein bisschen schimmerig. Weiß immer nicht, wie das bei euch so rüberkommt. Genau, ist unten geschlossen, oben geschlossen, hinten auch relativ hoch geschlossen und halt hier in der Mitte dieses Cutout und diesen Hornring, fand ich auch ganz cool. Ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was euer Lieblingsteil ist. Und dann habe ich natürlich euch auch nicht vergessen mit einer Verlosung, aber die gibt es diesmal auf Instagram, also folgt mir auch da. Auch da heiße ich nämlich Testy Tasty und da gibt es eine Menge zu gewinnen, ein Riesenpaket. Ich hoffe, ihr schaltet da auch ein. Der Saunamantel und der wunderschöne Schlafanzug darunter, ich finde ihn richtig, richtig schön.
Und natürlich zeige ich euch auch ein bisschen was vom Badeanzug. Also zumindest hier so diesen Ausschnitt fand ich ganz süß. Mehr gibt es aber nicht zu sehen. So, das ist dieses blaue Shirt und die weiße Jeans, die ich zum Arbeiten nutzen wollte. Ich zeige euch ein bisschen was von dem Schlangenbikini, nicht so viel, weil man sieht einfach wahnsinnig viel Brüste und ich möchte nicht wegen Brüsten bekannt werden. Deswegen zeige ich euch einfach nur diese wunderschöne Schnürung hier. Also das sieht echt schon cool aus, aber ansonsten ist es halt, bis hierhin zeige ich es euch, aber es geht einfach komplett bis zum Bauchnabel, bis hierhin geht's. Und das finde ich ein bisschen too much, muss ich sagen. Das ist das Strandkleid, finde ich auch echt ganz süß. Und der Badeanzug ist echt mein Liebling. Ich zeige euch einfach wieder mal so ein Stückchen. Und hier mit dieser Schnalle, total süß gemacht, finde ich. Finde ich auch richtig niedlich, immer so einer, unter so einer weißen High-Waist-Skinny-Jeans, glaube ich. Das kann man auch gut so als Body tragen. Das ist die Mom-Jeans und der Barbie-Pullover. Ich habe sie extra mal ein bisschen aufgelassen, damit ihr sehen könnt, bis wohin diese High-Waist-Bikini-Hose einfach geht. Also wirklich über den Bauchnabel. Der Pullover ist so süß. Also richtiger Hoodie, ne? Mega! Finde ich total süß hier mit diesem abgesteppten und dem Schleifchen und diese Bluse dazu ist doch eigentlich der Hammer, oder? Also ich weiß nicht, ob ich das hier oben so geschlossen mag, aber man kann es ja auch einfach auflassen, aber so dieses ganze Aufwendige, ich liebe es einfach. Und falls ihr mich fragt, warum ich die ganze Zeit mein Handy in der Hand halte, weil ich damit die Kamera bediene und ich werde immer so oft gefragt, ich finde es mega schön. Das ist diese Jogger im Schlangenprint und einfach dieses ganz normale schwarze Shirt. Das hätte nur mal kleiner sein können, finde ich. Das ist eine Nummer größer. Ich habe mir das echt stretchiger vorgestellt. Schade. Trotzdem sonst ganz nice, finde ich. Das ist das Kleid mit dem Umhang. Also ich muss euch sagen, das Kleid malt verdammt krass ab. Der Umhang ist echt cool. Ich habe mich richtig verliebt in diese Hose. Die ist so schön, finde ich. Und jetzt auch so richtig sommerlich und leicht. Ich habe einfach so ein weißes Shirt, so ein Basic-Shirt von Primark dazu kombiniert. Das ist jetzt nicht aus diesem Haul, aber aus einem anderen. Schaut einfach mal rein. Also das ist diese Body-Sculpting-Hose. So sieht die aus. Ich finde sie eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Hat jetzt nicht so eine super formende Funktion, aber ich finde den Po echt ganz relativ geliftet. Sieht der aus. Ansonsten guckt euch natürlich auch diese zwei Videos an, die ich euch einblende. So. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss und bis dahin, Laura. Ich muss mich gerade so kaputt lachen. Ich weiß aber nicht warum.